Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es darum, wie Sie loslassen können, was nicht gut oder nicht mehr passend für Sie ist. Das können Dinge sein oder Situationen, aber sogar auch Menschen. Ja, es fällt uns oft schwer, etwas loszulassen. Aus verschiedenen Gründen. Wir haben uns etwa daran gewöhnt. Oder wir trauen uns einfach nicht. Oder wir haben Angst vor den Folgen. Aber etwas unnötig zu horten oder daran festzuhalten, tut Ihnen einfach nicht gut. Es ist wichtig, dass Sie sich von Ballast befreien und damit Platz für Neues schaffen. Und genau dazu möchte ich Sie ermutigen und Ihnen Tipps geben. Dabei bezieht sich das Loslassen auf ganz unterschiedliche Gebiete. Mein erstes Gebiet, auf dem manchmal Loslassen sehr wichtig ist, lautet: Lassen Sie Dinge los. Wenn Sie minimalistisch eingestellt sind, dann können Sie jetzt gerne diesen Teil überspringen. Sie wissen ja, Minimalisten, das sind die, die alles nur ganz sparsam und wenig in kleinem Rahmen nur haben. Aber die meisten von uns sind eher nicht minimalistisch, sondern eher vom Typ Hamster. Und das kann sich auf vieles beziehen, etwa auf die Dekorationsstücke im Wohnzimmer oder auf die x-fachen Teile in der Küchenschublade oder in der Werkzeugkiste oder vielleicht auch auf Ihre Kleider im Kleiderschrank. Ich will jetzt mal von Kleinkram wie Gummiringe und Geschenkpapier, was man aufbewahrt, mal ganz schweigen. Mein Tipp zum Loslassen von Dingen ist, dass Sie jedes Teil dem 3-Punkte-Check unterziehen. Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist das Ding schön? Die zweite Frage ist es nützlich? Und die dritte lautet, hat es einen emotionalen Wert für Sie? Gibt es ein Ja, dann darf das Teil bleiben. Und wenn nicht, dann verschenken Sie es oder stiften Sie es oder verkaufen Sie es von mir aus auf dem Flohmarkt oder bei eBay. Und dann gibt es noch eine Zusatzfrage für Küchengeräte, für Werkzeuge und Ähnliches, nämlich, dass Sie sich fragen, habe ich bereits eine gute Ausführung davon? Und dann beschränken Sie sich bitte auf maximal 2 Gegenstände der gleichen Art. Dann haben Sie noch 1 in Reserve. Aber Sie brauchen keine 3 Korkenzieher, keine 3 Taschenlampen, keine 4 Tesafilmroller oder Zollstöcke. Also seien Sie mutig, lassen Sie los. Ich kann Ihnen garantieren, Sie werden die neue Freiheit genießen. Für die Details siehe übrigens auch mein Video Loslassen, Aufräumen und Entrümpeln. Das ist wirklich ein Bestseller auf meinem Kanal. Mein zweiter Bereich, in dem Loslassen oft dringend nötig ist, sind Situationen. Lassen Sie Situationen los. Oft hängen wir in Situationen fest, die uns einfach nicht gut tun. Die Engländer, die haben dafür ein knackiges Motto, wie man damit am besten umgeht. Nämlich, das kennen Sie sicher, love it, change it or leave it. Hier lohnt es sich, die unangenehme Situation, in der Sie momentan dann vielleicht stecken, einmal durch diese 3 englischen Filter zu schicken. Schauen Sie mal, was davon passt. Love it, also liebe es, bedeutet, wenn sich nichts ändern lässt, dann suchen Sie einen Aspekt, der Ihnen daran gefällt und konzentrieren Sie sich auf den. Also versuchen Sie, Ihre Liebe zu der Situation herauszufinden. Das zweite ist change it. Das bedingt die Frage, können Sie selbst etwas daran ändern? Und wenn ja, dann tun Sie es. Machen Sie eine Checkliste, was Sie tun wollen oder können und setzen Sie die dann auch konsequent um. Das dritte ist leave it, also lassen Sie es los, was ja auch das Thema dieses Videos ist. Also Sie müssen nicht alles aushalten. Wenn Sie frei entscheiden können und die Möglichkeit haben, dann gehen Sie. Bleiben Sie bitte nicht in einer ungeliebten Situation aus Nettigkeit oder aus Verpflichtung oder aus Höflichkeit. Beenden Sie die ungeliebte Situation, auf jeden Fall. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht müssen Sie umziehen oder den Job wechseln oder die Abteilung, wie auch immer.
Sie können ungeliebten Situationen auch entfliehen. Sie müssen sich nur erstmal darauf besinnen, dass Sie sie loslassen. Der dritte Bereich ist, lassen Sie Menschen los. Das fällt sicher ganz besonders schwer. Vielleicht fühlen Sie sich einem Menschen verpflichtet oder Sie hängen sehr an ihm. Oder es kann ja auch sein, dass der Mensch zwar gar nicht mehr so in Ihrem Leben ist, aber dass Sie mit Ihren Verflossenen nicht im Reinen sind. Jedenfalls ganz sicher sollten Sie sich von Menschen verabschieden, die Ihnen nicht gut tun. Ihr Gefühl wird Ihnen ganz deutlich sagen, welche das sind. Im Freundeskreis oder auch mit Verwandten ist das möglich. Jedenfalls ziehen Sie sich zurück, schützen Sie notfalls Zeitmangel vor. Und wenn Sie mutig sind, dann können Sie auch ein offenes Gespräch führen und die Beziehung auf diese Weise beenden. Und falls Sie in Gedanken noch mit Ihrem Ex-Partner oder Ihrer Ex-Partnerin beschäftigt sind, dann stoppen Sie das. Es hält Sie nur unnötig in der Vergangenheit fest. Für diesen speziellen Fall habe ich auch eine Übung. Stellen Sie sich vor, ein Band verbindet Sie beide, Sie und Ihren Ex-Partner, Ihre Ex-Partnerin. Sie können das sogar richtig ganz konkret umsetzen und so ein Band mal zwischen zwei Stühle spannen, so ein Geschenkband oder eine Korde. Und dann schneiden Sie es, dieses Band, entweder in Ihrer Fantasie oder tatsächlich durch. Und dann haben Sie wahrscheinlich das Gefühl, so jetzt habe ich das hinter mir. Jedenfalls würde ich Ihnen das wünschen. Und nun kommt noch in dem Bereich Menschen loslassen, das wahrscheinlich Schwerste, nämlich lassen Sie Ihre volljährigen Kinder los. Die müssen irgendwann ihren eigenen Weg gehen und das ist meistens nicht der, der Ihnen vorschwebt. Sagen Sie Ihren Kindern oder vermitteln Sie ihnen, dass Sie sie lieben und dass Sie für sie da sind. Aber schreiben Sie ihnen bitte nicht vor, wie Sie zu leben oder zu arbeiten haben. Nur dann, wenn Sie Ihre Kinder auch loslassen, bei aller Liebe, dann werden sie gerne zu Ihnen zurückkommen. Und das Gleiche gilt mit Maßen natürlich auch für die Partnerschaft. Das heißt nicht, dass man dem Partner jetzt alles gewährt, was er oder sie sich da so vorstellt, aber trotzdem eben auch in gewisser Weise loslassen. Denn Liebe ist ein Kind der Freiheit und Sie müssen nicht alles gemeinsam machen. Überprüfen Sie doch mal Ihr Leben, wo Sie durch Loslassen Freiraum für Neues schaffen können, in diesen drei Bereichen. Tun Sie es freiwillig, das lege ich Ihnen ans Herz, denn Leben ist Wandel. Und wenn Sie nicht freiwillig loslassen, dann wird Sie das Leben früher oder später dazu zwingen. Und das tut dann meistens sehr weh. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein befreiendes Aufräumen, auf welchem Gebiet auch immer. Und wenn Sie dazu noch grundlegende Anleitung brauchen, dann habe ich natürlich einen Handwerkskoffer, der Ihnen beim Loslassen hilft. Das ist zunächst mein Buch Vertage nicht dein Glück, ändere dein Leben. Das ist beim Verlag Vergriffen und deshalb finden Sie es bei Amazon. Sie können es aber auch als Hörbuch auf meiner Website blodarek.de unter Angebote bestellen. Und dann gibt es noch die 7 Spielregeln des Lebens für Glück, Liebe und Erfolg. Da ist auch einiges drin, wie Sie am besten mit verschiedenen Situationen umgehen. Auch dieses Buch gibt es jetzt nur noch bei Amazon. In puncto Freiheit habe ich auch noch ein weiteres Buch, nämlich Nimm dir die Freiheit, du selbst zu sein. So entfalten Frauen ihr wahres Potenzial. Ja, dazu gehört natürlich auch Loslassen. Und generell brauchen Sie zum Loslassen Selbstvertrauen. Und dazu gibt es meinen Online-Kurs Selbstvertrauen stärken, gelassen ich selbst sein. Alle Infos dazu bekommen Sie auf meiner Website blodarek.de unter Angebote. Dieser Kurs ist ebenfalls für Frauen, aber es hat noch keinem Mann geschadet, ihn sich anzuschauen. Last but not least freue ich mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, kostenlos, ist klar. Oder wenn Sie einen Daumen anklicken, sofern Ihnen das Video etwas gegeben hat. Und ich freue mich über Ihre Kommentare. Nicht nur ich,
wissen Sie ja sicher, sondern die ganze Community, weil wir uns einfach gerne miteinander austauschen. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal ganz viel Platz in Ihrer Wohnung und in Ihrem Kopf und in Ihrem Herzen. Und ich hoffe, dass Sie es genießen, dass Sie auf einmal so viel Raum haben. Alles Gute!